Willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. DS. Wir werden weitermachen mit Welt 7a. Schön, dass ihr wieder da seid. Im letzten Part haben wir alle restlichen Secret Exits gesammelt. Und nun können wir endlich, ja, befreit von denen leben. Heißt aber leider nicht, dass manche Star Coins noch mit diesen Dingern dann zu tun haben. Was ist das? Das ist schon ein Gegner, oder? Also ich darf da jetzt nicht gegenspringen, oder? Okay. Aber man kann es killen, oder? Wenn man rausspringt. Mal gucken. Digga. Gut. Dann auf ein neues. Man kann sie killen, gut. Kommt man hier zur ersten Starcoin? Was? Ja, okay, aber dann dem hier, oder? Ich glaube, ich weiß, wie wir zur ersten Starcoin kommen. Bin aus Versehen wieder gegen gesprungen. Das erschien doch mal wieder logisch. Perfekt. Erste Starcoin schon mal in unserem Pocket. Mal gucken, wie es weitergeht. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert. Ich darf versterben jetzt. Gut, da dürfen wir aber auf jeden Fall nicht gegenspringen. Ich bin eigentlich gesprungen, aber egal. Alles gut. Warte. Schade. Das wäre eine coole Platzierung für den Starcoin gewesen. Komm runter. Shit. Boah! Oder? Ah ne, da hinten kommt Piranha raus. So, dann. Hä? Ernsthaft? Nein! Achso. Ich dachte, wir sind jetzt wieder komplett am Anfang. Ey, wie kann ich denn den gleichen Fehler dreimal hintereinander machen? So, linke Röhre, Ben. Okay, linke. Linke, linke, linke. Danke. Perfekt. Ich werfe einen Checkpoint. Kein Bock jetzt nochmal. Die ganze Rätsel-Scheiße. Ah, da kann ich lang. Warte mal, das ist eine Röhre. Aber ich glaube, das ist nur ein Trollweg. Gut. Boah! Warum bin ich... Ah, vielleicht kriegen wir da Mini-Pilz aber raus. Wir hoffen einfach mal, dass da jetzt keine Röhre ist. Ach, keine Röhre. Ach. Keine Starcoin. Ist hier ein Mini-Pilz drin? Wow. Das hätte ich in meinen ganzen Zockzeiten niemals gedacht. Das ist die dritte sogar. Aber, wow! Knappes Ding, Bros. Wir gehen jetzt mal zurück. Und werden uns... Ja, okay, alles gut. Der Mini-Pilz ist ja noch da. Joa, ich bin jetzt gerade nochmal gestorben. Ne, ich habe ein Safe State. Cool, ne? Cool, ne? Was habe ich nochmal gesagt? Cool, ne? Cool. So, dann gucken wir jetzt da mal rein. Wo ist die zweite motherfucking Starcoin? Wenn ich das aber jetzt hier als Mini-Mario beende, dann werde ich nochmal in Welt 6 zurückgehen. Und dort
dann in der Burg dann die eine Starcoin holen, die auch nur mit Mini Mario zu erreichen ist. Müssen wir uns hier. Also. Gut, ja, dann sieht es schon ganz danach aus, dass das dann so sein wird. Ich mal nachschauen müssen, wo die zweite Starcoin hier ist und dann ja, sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Perfekt. Gut Leute, dann bis gleich. Ich empfehle den diese ganzen Röhren hier zu nehmen, um den Rückweg zu bekommen. Ja, die zweite Starcoin ist nicht hier, sondern in dieser tollen Röhre. Cool, ne? Ja. Habe ich so gefeiert, ne? Ja, 7a ist jetzt fertig. Wie gesagt, gehe ich dann jetzt mal in Welt 6 und hole dann die zweite Starcoin von dem Tower. Warte mal, ich. Ja. Mit Mini-Pilz war das Level eigentlich komplett unmöglich. Aber jetzt habe ich eigentlich das Timer von den Dingern da raus. Seht ihr? Also, ich wollte eigentlich gerne nochmal austesten, ob das hier wirklich funktioniert. Ob man das als großer Mario doch schaffen kann. Wollte jetzt aber das Power-Up wechseln. Gut, dann kann es jetzt hier in Welt 7 weitergehen. Ich habe leider aus Versehen die Aufnahme beendet. Ihr habt leider die dritte Starcoin damit nicht gesehen. Es tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Leider liegt der Aufnahme-Button sehr nah neben meiner Pause-Button. Ich muss das wieder zusammenschneiden. Ist aber alles gut. Geht eigentlich ganz schnell. Nur mache ich das leider immer jetzt in letzter Zeit nicht so gerne mit dem Schneiden, weil die Aufnahmen deshalb ein bisschen länger dauern dann. Und ich leider dann nicht so schnell uploaden kann. Wodurch es manchmal passieren kann, dass ich dann nicht so Bock habe abzuladen. Deswegen versuche ich jetzt heute einfach alles aufzunehmen, vielleicht sogar abzuladen und zu schneiden. Dann habe ich erstmal ein bisschen Ruhe von NSMBDS. Meine Switch ist jetzt auch bald wieder da. Dann kann es auch wieder mit TOTK und BOTW weitergehen. TOTK weiß ich noch nicht, ob ich mich da so drauf freue. Ich denke mal aber schon. Also TOTK und BOTW freue ich mich schon sehr drauf. Mario Odyssey wird ja dann auch noch fertig. Also ja, Switch-Projekte sind eigentlich ganz gut. Bin ich. So. Gut. Ich wollte schon mal fragen, wo ist der Checkpoint? Dann sollten wir eigentlich alles haben. Secret Exits gibt es nicht mehr, das bedeutet auch kein Mini-Pilz. Ja, krass, dass das Level so einfach war. Bisher. Kann ja immer noch werden. Aber cool. Wir haben schon mal Feuerblumen im Winter. Damit sind wir schon mal echt sicher. Mal gucken, wie es noch so wird. Okay, wir lassen uns mal ganz kurz chillen. Ich weiß aber gar nicht, was da oben ist jetzt. So, Ziel bitte. Danke. Cool. Ja, letztes Level von der siebten Welt fand ich jetzt eigentlich echt ganz einfach. Hat mir ganz gut gefallen. Und damit sind wir beim Castle. Gut, dann hatten wir bisher alles Secret Exits und alle Starcoins gefunden, ne? Damit können wir ganz beruhigt in das siebte Castle gehen. Das finde ich schon mal ganz gut, dass wir eigentlich alles in der letzten Zeit geholt haben. Das bedeutet, wir müssen am Ende nicht ganz komisches Backtracking machen. Wird ja bei Mario Odyssey dann der Fall sein. Starcoin hole ich mir schon mal. Die Schlangenblöcke tauchen anscheinend zum ersten Mal auf. Gab es aber schon in Mario World. Ich weiß gar nicht, ob es die sogar in Mario Bros. 3 gab. Bin jetzt gerade leider nicht sicher. Verbesserung da ruhig in die Kommentare.
Okay, man geht anscheinend nicht drunter durch, sondern muss drüber springen. Drunter durch wäre zu langsam. Mal schnell da runter. Dann sind wir auch schon beim Checkpoint. Genau bei der Mitte der, bei der Mitte des Levels. Die Morgensterne. Kann man von den Ketten verletzt werden? Nein. Schon mal ganz gut. Sind ja in NSMBU mit den Morgensternen ziemlich ausgerastet, wer sich daran noch erinnern kann. Lass uns da mal schnell runterfallen, glaube ich. Oder? Boah. Wie sind unberechenbar diese Dinger. Also, hier haben sie ja wirklich alles eingesetzt. Ja, Bro, was zum Teufel? Wie ich denn da machen kann? Der Soundeffekt ist aber da. Das ist jetzt nicht die höchste Qualität, aber ich finde ihn ganz cool. Ich glaube, das ist nicht so gut. Klappt trotzdem noch. Das ist da, kommt es da unten. Boah! Coole Sache. Coole Sache. Letzten beiden Level, First Try. Okay, wir haben noch nicht den Boss besiegt, aber scheiße, ich bin zufrieden. Ich glaube, der war nicht einfach. Wohl geht. Rastet er aus. Geil. 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 So, damit haben wir den letzten Custom-Boss besiegt. Cool. Und damit sind wir in Welt 8. Ja, die ist ja ein bisschen kleiner. Müsste aber eigentlich am Ende noch ein bisschen weitergehen, ne? Bin mir jetzt aber leider auch echt nicht sicher. Muss ganz kurz gucken, wie der länger vorherige Part ging. Gut, damit hatten wir noch mal ein bisschen Zeit. Sind wir mit der Fair bei 12 Minuten, denke ich gerade. Okay. Bin mal gespannt. Das erste Level ist kein Meteoriten-Level. Das ist eigentlich sonst schon so bei den NSMB-Spielen. Hier haben wir einen Dead Forest. Den gibt's schon in den meisten NSMB-Teilen, aber nicht als erstes Level. Eher so zwischendurch. Keine random Ranke, okay. Also ich denke mal, es wird zwei Teile von der achten Welt geben. Wir sollten am besten erstmal die Krähen da killen. Trampolin. Wo brauchen wir das? Nicht da, glaube ich. Fuck. Wo hätten wir das denn gebraucht? Ich habe bisher noch keine Starcoin gefunden. Ja gut, den bekomme ich, die bekomme ich aber auch ohne. Was das aussieht. Ich glaube, bei den Blöcken war ein versteckter Durchgang dann nach oben. Das war wichtig, dass wir da schnell rauskamen. Komm schon! Nice. Das war wichtig. Wichtig fürs Gefühl. Okay, dann versuche ich nochmal das Trampolin zu holen und dann zu der einen Stelle zu gehen, wo ich denke, dass die Starcon da ist. Wo, wenn der Block jetzt da bleibt? Nein. Okay. Danke.
So, damit sind wir durch. Mit dem Level. Maxi Pilzhaus. So, ignorieren wir erstmal, würde ich sagen. Und jetzt sind wir aber zum Speichern. Und gehen dann in 8-2. Perfekt. Oh, ja, ja. Mal wieder kein Item am Anfang. Alles okay. Ein Unterwasserlevel. Mit Bomben. Ich glaube, wir hätten den Feuerkins. Fuck. Oder? Nee. Okay. Sehr komisch. Ist da unten irgendwas? Wir hätten sie vorher lieber killen sollen, bevor wir unten gucken. Scheiße. Was sind das überhaupt für Dinger? Und das Krebse darstellen? Nee, gibt's ja schon eigentlich. Ich finde hier leider keine Starcoin. Da war eine Mini-Röhre. Noch Mist, ey. Jetzt ist hier irgendwo eine Starcoin oder was? Ich denke mir, wir haben bisher zwei Starcoins verpasst. Können wir die so einschließen oder was? Dritte. Das war ziemlich knapp. Komm schnell. Alter, war das knapp. Ja, okay, dann werden wir das Level nochmal irgendwann betreten, wenn wir... Wenn wir dann einen Mini-Pilz haben. Gut, wir haben schon direkt eine Schnapszahl. Das ist doch nice. Wir sind auch schon direkt beim Tower. Sollten jetzt bei 17 Minuten sein. Ich würde sagen, dann hole ich jetzt hier den Mini-Pilz und holen wir uns noch die erste und zweite. Digga, wie die mich verfolgt haben. Das ist eine Spinne. So. Kommen wir jetzt am Ende des Starcoin raus, oder was? Ich glaube, wir müssen Anlauf nehmen. Nee. Aber warte mal. Scheiße. Ich muss das alles nochmal machen eben, Leute. Dann versuchen wir es nochmal. Gibt es hier vielleicht eine versteckte Ranke? Also allein mit einem Walljump schafft man das auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da muss es wirklich irgendeinen Glitch geben, dass man mit dem Walljump höher kommt. Was ich jetzt in letzter Zeit auch immer mehr vermute. Invisible Block gibt's schon mal nicht. Aber ihr seht ja, ich komme da nicht rauf. Und ich mache auch
Nichts falsch mit einem Walljump. Das ist der ganz normale Walljump. Gibt's denn vielleicht Cheaten für MSMBTS? Okay. Was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich die erreichen könnte. Es gibt keinen Invisible Block. Walljump kommt nicht so hoch. Ich habe das höchstspringendste Item im ganzen Spiel. Es gibt kein Flug-Item. Als großer Mario würde man es erst recht nicht erreichen, weil es geht auch nicht an der Größe. Ja. Muss ich mich mal nach einem Flight-Cheat umgucken. Okay, bis gleich. Irgendwie ist dieses Level komisch. Müsst ihr euch das jetzt mal angucken, wenn ich jetzt diesen Schalter betätige. Ich muss ja aber einen Safe-Set machen, weil das viel zu schwer ist. Das kann man eigentlich gar nicht mit dem Mini-Pilz schaffen. So, hier ist jetzt die Starcoin. Genau. Warte mal. Ich muss das Level, glaube ich, nochmal spielen. Habe ich das Gefühl irgendwie. Ich bin gar nicht zu der Blockpassage gekommen. Alter. Das Wichser. Na gut, Leute, dann muss ich das wohl nochmal spielen. Bringt gerade jetzt nichts. Bis gleich. Ja, okay, man muss das Level wirklich mehrmals spielen. Perfekt. Okay, damit hätten wir alle Starcoins. Dann würde ich schon mal sagen, was ist mit diesem Part von New Super Mario Bros. DS. Die achte Welt schallert schon mal wieder richtig rein. Macht aber natürlich Spaß. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von New Super Mario Bros. DS. Ciao.